Detailers Principle. Raum C, Welt 4 ist als nächstes dran. Wir brauchen wieder 4 rote Symbole. Ich will mal hoffen, dass uns das wieder nicht schwer gemacht wird. Und wieder der Computer. Alles klar. Ihr kennt das, ich schneide es wieder raus. Und es kann losgehen. Fangen wir hier gleich einmal an. Dann wollen wir doch mal sehen, was dieser Level für uns an Überraschung bereithält. Wir haben 2 rote, einen blauen. Dort ist ein blauer. Ich denke, die Tür geht nur durch beide auf. Ach ja, ich kann mich erinnern an diesen Level. Das war gar nicht so einfach. Hier oben liegt übrigens noch ein Stern, den wir uns in einer anderen Session holen. Hier muss ich jetzt erstmal gegenüber die Energiewand aufmachen, um an die Kiste heranzukommen. Das wird ein lustiges Hin- und Herlaufen hier. Dort habe ich die Kiste. Mit der Kiste muss ich erstmal hier hoch. Ja, das hatte ich lange geknobelt. Nein, so. Und so. Und ein großer Sprung. Hier ablegen. Die Kiste benötige ich hier. So. Nun brauche ich den Rot, das Prisma hier von dem roten, das muss ich etwas umstellen. Der muss aktiviert werden, der muss aktiviert werden, das muss aktiviert werden. Das Symbol heran. Da ist es. Tada! Auf zum nächsten Rätsel. Gehen wir hier lang. Okay, dann lass uns mal schauen, was hier in der Sache ist. Ein dicker Brummer mit Kiste auf dem Kopf. Ein Prisma, noch ein Prisma. Gut, mit diesem Prisma werde ich mal versuchen, an die Kiste zu kommen. Energiewand, gut. Ist gar kein Prisma, ist ein Störsender. Okay, also brauche ich noch das andere Prisma, um an den Störsender heranzukommen. Okay. Hier hinten ein Ventilator. Der Ventilator muss kaputt gemacht werden. Sonst komme ich da überhaupt nicht weiter. Ja, das hier erstmal gar nichts. Hier mit dem kann ich jetzt die Kiste von dem Dicken holen. Da hinten geht's nicht weiter. Ach, da in den Raum komme ich nicht, also muss ich mal den Laser unterbrechen. Das kann ich mit einem Prisma machen. Weil den Störsender brauche ich ja noch. Okay. Jetzt brauche ich den Störsender, der mir erstmal die Tür offen hält. Brauche dieses Prisma an dieser Stelle.
brauche das. Ich brauche jetzt den Störsender, um die andere Tür zu öffnen. Jetzt kann ich den Ventilator abmontieren. Du störst mich nur. Dann kann ich das andere Prisma holen. Komm so an die Kiste heran, an das Symbol. Anwählen. Dort ist der Laser. Wir sind am Symbol. War ja gar nicht so schwer. Gut. Ach Mensch. Lass mich doch aus hier. Auf zum nächsten. Hier haben wir noch eins. Jawohl. Diese Welt hier hat es ganz schön in sich. Wer den Schnitt jetzt bemerkt hat, das ist also nicht der erste Versuch. Das einzige, was wir hier vorne haben, ist der Störsender. Dort ist übrigens das Symbol, das wir benötigen. Und dort, die Tür müssen wir aufmachen. Allerdings gestaltet sich das gar nicht so einfach. Hier kann man sich schnell verrennen. Also, ich mache erst einmal das Tor auf mit dem Störsender. Und werde den Störsender hier auf die andere Seite herholen. So. Und nun kann ich eigentlich auch schon die Tür zum Symbol öffnen. Muss nur zusehen, wie ich da hinkomme. Das geöffnet. Dort ist noch ein Prisma. Mit dem Prisma wird hier geöffnet und ich komme schon ans Symbol heran. Der Weg ist trotzdem ganz schön tricky. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Ich denke, das war's hier. Hoffe ich. Ich schaue gleich nochmal nach. Ich habe hier tatsächlich noch ein Symbol. Okay. In diese Richtung war es nichts. Also hier hinten. Das letzte Symbol wartet auf uns. Hier also die letzte Welt. Die ist gar nicht so schwer, wie es erstmal aussieht. Wir haben hier zwei Energiewände hintereinander. Ja. Ich brauche als erstes mal den Doppelgänger. Der Doppelgänger schnappt sich die Kiste und sorgt dafür, dass ich hier hochkomme. Von welcher Seite? Von wo? Egal. Der Doppelgänger sich die Platte. Ich kann drauf auf die Platte. Und der Doppelgänger lädt sich hier ab. Dann kommt der Doppelgänger zurück. Ich kann mir das Prisma schnappen, auf die Platte drauf springen. Und der Doppelgänger lädt mich hier wieder ab. Okay, das sollte es gewesen sein. Ja, überleg mal, wo du die Kiste hinfährst, genau. So.
Ja, auf der Platte. Lauf los. So, Nummer 1. Nummer 2. Heißt, wir müssen gleich hier runter. Okay. Nun benötige ich die Spitze. Ich komme auch schon an das Symbol. Tada! Das war's in dieser Welt hier. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ich war eine Hilfe. Bis zum nächsten Video.